Hallo, und ja, gibt's wieder ein neues Sega Master System Review, und zwar als Take Adventure. Und ich muss sagen, ich war, als ich den Namen gehört hatte, erstmal gespannt gewesen, weil ich bin durchaus Fan von den Azteken, aber auch von den anderen Ureinwohnern, den alten Völkern Mittel- und Südamerikas, den Inkas und den Mayas. Die Azteken finde ich aber auch irgendwie interessant und faszinierend. Ich kann euch aber gleich im Voraus mal sagen, das Spiel finde ich nicht so gut. Eine Sache, die, wenn man die Cartridge aufmerksam sich anguckt, auffällt, ist, hier an der Ecke steht nichts. Normalerweise steht bei den Sega Master System Spielen oben ja immer irgendwie Action oder Sports oder Adventure oder irgendwas. Hier steht nichts. Und ja, gut, das Backlabel ist ein bisschen zerrissen. Warum hier an der Ecke nichts oben steht, weiß ich nicht. Ich vermute einfach mal, dass es vielleicht ein älteres Spiel ist. Zumindest sieht es auch so aus. Ich kann euch gleich im Vornherein schon mal sagen, ich finde an dem Spiel eigentlich alles nicht so besonders gut. Die Grafik ist jetzt nicht so besonders gut im Vergleich zu anderen Sega Master System Spielen. Der Sound ist ziemlich nervig, meiner Meinung nach. Und das Gameplay war auch eher schlecht gewesen. Aber wir gucken mal rein. Ein kleines bisschen können wir ja mal spielen. Es ist eine Mischung, finde ich, aus Actionspiel und Adventure-Spiel mit ein paar Mini-Rätseln. Ja, so richtig habe ich auch noch nicht alles verstanden. Ja, Nino sind wir und was es für Geldsäcke da unten sind, weiß ich nicht. Destroy the enemy, zwei Pflanzen. Ja, mit dem einen Button können wir zuschlagen, mit dem anderen können wir oben die Items, die rechts oben zu sehen sind, auswählen, solange wir welche haben. Ja, und wenn ihr hindert, ich glaube, euch fällt auch schon jetzt auf, wie nervig der Sound ist. Aber gehen wir ein Stück. Ja, jetzt machen wir die Gegner etwas. Jetzt haben wir Geld eingesammelt, was wir da oben sehen. Drei Geldsäcke. Und da die Gegner scheinbar hier korrupt sind, zumindest ein paar davon, bei denen habe ich es rausgefunden, nehmen wir die Geldsäcke, wählen die aus und schießen damit auf die Gegner. Zack, der ist jetzt korrupt, der kommt jetzt zu uns. Zack, der auch. Und du auch. Hey, wir wollen dich auch in meiner Armee. Dann sammeln wir nochmal kurz Geld, mal gucken, ob wir mehr als nur zwei auswählen können, mitnehmen können. Ja, die kämpfen halt jetzt ein bisschen mit und geben mir Schutz, auch wenn eher schlecht als recht. Ja, gucken, kann ich noch mehr? Nee. Noch mehr kann ich nicht mitnehmen. Na gut, dann machen wir einen Festplatz. Wer nicht folgen will, muss sterben. Okay, sorry. So, jetzt sammeln wir Feuer ein. Das ist ja schon so ein Rätsel. Wir haben hier Pflanzen im Weg. Wir kommen nicht durch, deswegen schieße ich jetzt das Feuer darauf. Boom! Und verbrennt das einfach. Ich hoffe, jetzt können wir durch. Ja, mit ein bisschen Gewalt. So, oben haben wir jetzt eine Bombe und einmal so die vier Kugeln, damit schießt man in vier Richtungen. Meine Mitstreiter sind alle von uns gegangen. Und wir machen weiter. Diese Azteken, die halten jede Menge aus. Ich frage mich, ob ich so einen auch in mein Team holen kann. Ne, die sind einfach nicht bezahlbar. Also ich habe vorhin schon herausgefunden, die halten viel aus, deswegen laufen wir lieber von vorbei. Aber generell werden die Gegner auch stärker. Und es ist nicht gerade einfach, gegen die zu kämpfen, weil die Hitboxen nicht besonders groß sind. Das ist auch so ein Punkt, was ein bisschen frustrierend in dem Spiel ist. Ja, jetzt bräuchten wir Feuer. Deswegen gehen wir jetzt mal zurück.
Wir boxen hier irgendwo drauf ein, hoffen wir, dass Feuer dabei rauskommt. Vielleicht einer von den Azteken, wenn ich hier mit Kugeln auf dich schieße, stirbt. Ja, Feuer. Nicht verschwenden, nicht verschwenden. Ja, die Hitboxen sind ja auch so scheiße schlecht bei dem Spiel. Es fällt wirklich oft schwer, überhaupt irgendwas zu treffen. Tja, sie geben uns wieder Geld. Vielleicht hätte ich auch so einen Azteken irgendwie bezahlen können, wenn ich mehr Geld auf den rufen würde, keine Ahnung. Vielleicht sind die aber auch einfach unbestechlich. Ja, diese Scheißgegner sind auch zum Kotzen. Dafür, dass sie springen und wie gesagt die Hitboxen auch so schlecht sind, sind sie erwischen, ist immer nervig. Ja. Dörder Gang. Das Ding ist ja noch wirklich besiegen. Aber wahrscheinlich, wenn es öffnen muss, jetzt. Jetzt. Aber kann ich von oben. Wie viele Hits hätten das Vieh aus? Stirb doch mal! Ah, oh, verdammte Scheiße! Ja, verdammt, wie ist das? Gut. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf das Spiel. Also, ihr habt es gesehen. Sound einfach nur nervig. Visuell jetzt in Ordnung, sage ich mal, aber jetzt auch nicht unbedingt beeindruckend oder nicht unbedingt hübsch, sage ich mal, für die Spielegeneration. Und Gameplay ist für mich einfach eine Katastrophe, halt, dass man einfach nichts trifft und dass man sich so langsam bewegt. Und ich meine, jetzt gerade bei der Blume, es wurden ja Sounds abgespielt, die mir das Gefühl gegeben haben, hey, ich habe das Ding gerade getroffen. Und wenn das wirklich so war, wie viele Hits verträgt diese Blume, bis die irgendwann mal eingeht? Naja, keine Ahnung, vielleicht hätte ich auch mit Feuer drauf schießen müssen, aber mir geht da auch wirklich gerade ein bisschen die Geduld und die Lust aus mit dem Spiel. Würde ich nicht empfehlen, auch nicht für wenig Geld. Sagt mal ruhig, was ihr davon haltet und ob ich das Spiel vielleicht auch einfach nur falsch verstanden habe. Das kann natürlich auch sein. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.